Hallo, liebe Grüße-Freunde, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil Little Nightmares. Wir sind letztes Mal hier den Fahrstuhl gestiegen und sind der Frau gefolgt. Die ist nach oben gefahren. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Ich weiß immer noch nicht, wer diese Frau ist, von der ich am Anfang geträumt habe. Hier ein zerbrochener Spiegel. Laufen wir mal darüber. Ein Auge als Bild. Okay, das Auge hat irgendwas zu sagen. Das Auge war schon immer präsent. Hat mich auch getötet. Und das ist eine Tür mit Schloss. Okay, also wir brauchen einen Schlüssel. Auch ein Auge dran hier. Gehen wir mal hoch, oder? Singt da jemand? Da singt doch niemand, oder? Jetzt gucken, ist hier eine Tür, die ich aufmachen kann? Nein. Gehen wir mal vorsichtig rein, oder? Oh je, da ist die Frau, verdammt. Ich hoffe, sie bemerkt mich nicht, oder? Sie kämmt so schön ihr Haar und ihr Spiegel ist auch kaputt. Darf sie sich vielleicht nicht sehen? Mein Herz pumpt hier. Da ist ein Zimmer, da gehe ich rein. Schnell, vorsichtig. Da reinlaufen. So, sie hat mich hier entdeckt. Ist die Frage, wo gehe ich hin? Da ist eine Vase mit Auge. Mal kurz gucken unter dem Bett hier. Ist nichts versteckt. Oh, gibt es ein Geräusch, wenn ich zum Wasser gehe? Ist da vielleicht der Schlüssel drin? Aber wenn ich die jetzt runterwerfe, kommt die Frau. Vielleicht muss ich ganz schnell machen, oder? Was geht's schnell? Schnell runter. Was passiert? Die Frau weg, oder? Da ist der Schlüssel. Den nehme ich mir schnell. Lauf mal ganz vorsichtig rüber. Die Frau ist weg, okay. Dann laufen wir mal schnell zur Tür mit dem Schloss. Und machen da auf. So, tap, tap, tap. Kann ich auch rennen? Ja. Ja, meiner schrickt immer, weil hier überall Puppen rumstehen. Man weiß nie, ist es die Frau. So, da schnell runter. Da runter. Schnell aufschließen hier. So, da laufen wir mal durch. Wieder zerbrochen Spiegel hier. Was ist jetzt passiert? Was war das? Oh. Oh, die Frau, die Frau. Wow. Oh, meine Güte, schnell weg hier. Das war knapp. Jetzt bin ich erschrocken. Schnell weg hier. Hab ich Licht? Ja. Wieder zerbrochen Spiegel. Oh, ich hechel gerade. Ich kann gerade nicht mehr. Okay, rennen wir schnell hoch. Steht da wieder was, oder? Oh, ich habe langsam Angst hier. Was ist da? Latten. Machen wir schnell die Latte ab. Verstecken wir uns da. Da kommt sie hoffentlich nicht rein. So, was haben wir hier? Wieder zerbrochene Spiegel. Überall. Vielleicht sind Spiegel die Lösung, weil sie darf wahrscheinlich nicht reinschauen. Und was liegt da? Da liegt noch einer. Ja, da kommt auch schon so ein komisches Geräusch hier. Meinte ich, könnte sie irgendwie blenden oder so? Es ist leise geworden, okay. Oh, da steht sie. Ist das vielleicht der finale Kampf hier? Ja, guck mal rein in den Spiegel hier. Oh, es wird dunkel, scheiße. Da. Ich renne mal schnell zum Licht hier. Ah, es hilft. Die wird echt geblendet.
Aber einmal reicht ja nicht wohl. Ich brauche auf jeden Fall Licht hier. Wo ist das nächste? Da ist das nächste. Schnell hinrennen. So, die Frage ist vorhin, wo kommt es jetzt? Von da? Oh, das war knapp. Ich glaube, die darf nicht zu nah kommen. Komm in den Spiegel, schnell. Oh, jetzt? Da? So, wo kommt sie jetzt her? Oh. Wo? Wow. Wahnsinn. Gleich nochmal, oder? Ja, reicht ja nicht. Da unten ist noch Licht. Das ist ein bisschen größer. Okay. So. Von wo? Ah, von da, okay. Noch einmal, okay. Komm, steh auf, steh auf. Sechs. So heiße ich, ja, sechs. Nochmal, okay. Komm, beeil dich. Schnell, komm. Hoch. Und nochmal. Oh, das war's. Sehr gut, ich habe sie erledigt. So, und jetzt, was passiert jetzt? Sie lebt noch. Und ich habe Hunger. Das gibt's ja nicht. Nein, sag jetzt nicht, ich fress die Frau auf. Ich habe letztes Mal schon überrascht gestaunt. Ich wollte die Wurst von dem Wicht aufessen, habe den Wicht gefressen. Was bin ich eigentlich? Dass ich alles fressen muss? Aber ich habe keine andere Wahl. Hier ist nichts sonst. Und es frisst die Frau echt auf. Das ist echt gruselig. Jetzt, was passiert? Ich bekomme irgendwas, oder? Was ist das Schwarze da? Irgendwelche Kräfte vielleicht? Oh je. Es dreht sich zu mir um. Oh. Was ist passiert? Ich habe irgendwas aufgesaugt, irgendwas Schwarzes. Vielleicht bin ich ja richtig böse. Vielleicht hatten die alle nur Angst vor mir und haben mich deshalb eingesperrt. Oder die Leute haben alle die Königin beschützt, oder wer das war, vor mich. So, ich muss selber laufen. Okay, das war der Fahrstuhl. So, die Lichter gingen kaputt. Ich habe wohl irgendwelche Kräfte. Da freut sich der Hausmeister. Hier sind noch die ganzen, die fressen. Oh, was passiert da? Den saugt das Leben aus, oder? Ja. Das ist echt gruselig. Alle sterben. Oh je, oh je. Alle gehen sie dahin? So. Und die Lampen gehen weiter kaputt. Und da ist eine Tür mit einem Auge. Ich bin gespannt, wo ich jetzt hinlaufe hier. Ich kann nur die Richtung steuern hier. Sonst nichts, ich kann nicht springen oder so. Und das Licht blendet. Gehen wir mal die Treppe hoch, ja? Na, dann laufen wir mal in der Sonne entgegen. Und ich höre wieder Möwen. Wahrscheinlich sind wir immer noch am Wasser oder am Strand oder irgendwo.
oder eigentlich auch noch auf dem Schiff eigentlich, ja? Dann schnell, was sind das für Geräusche? Ah, die Wichte kommen ja zu Besuch. Sagen die Tschüss, oder? Also ein überraschendes Ende hier. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ich gehe auf jeden Fall raus. Und das war's, oder? Ja, das war's. Das war Little Nightmares. Tja, ich hätte es mir noch ein bisschen länger vorgestellt hier. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Was mich fasziniert hat, war wirklich das Art-Design, das Level-Design, die Grafik, die Geräusche, die Musik hier, die einen wirklich manchmal hier Angst zugeflößt haben. Die Rätsel waren es nicht so schwer. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Mal gesagt, wieder ein Indie-Spiel. Ich hatte da schon mal Inside gespielt, war auch ein Indie-Studio. Ich unterstütze die Studios gerne hier. Das hat mich jetzt 20 Euro gekostet. Das ist mir auf jeden Fall wert. Ich empfehle es auf jeden Fall weiter auch. Es macht Spaß, das selber zu zocken. Und ja, die Frage, was noch offen blieb, was bin ich eigentlich? Was bin ich geworden oder was war ich? Hatten die alle, haben die mich eingesperrt, weil ich so böse bin? Und da war die Frau. Es war die einzigste Frau oder die einzigste Person, die normal aussah in dem Film. Sorry, in dem Spiel. So rum. Ja, war schon fast ein Film, ja. Und ja, ich kann nur sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen Abonnenten und Zuschauern hier, die sich das Spiel mit reingezogen haben. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn ich hier ein Let's Play präsentiere. Im Moment ist noch keins geplant, kein weiteres. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt mich, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich sag tschüss, vielen Dank, dass ihr beim Katastrophenmann hier zugeschaut habt und wir sehen uns das nächste Mal. Und bis dahin, ciao, ciao und genießt den Abspann. Macht's gut.